durch. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das stimmt. Das ist doch gut so, oder? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther zum zweiten Teil von Far Cry 4. Beim letzten Teil hat uns ja tatsächlich eine Lawine überschüttet und der Prolog ist jetzt zu Ende. Hätte ich das gewusst, hätte ich das auch noch bis zum Schluss durchlaufen lassen. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des Goldenen Pfads. Wow, das ist ja eine Großstadt. Wer ist das? Wo ist Darpa? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Jetzt weiß ich, wofür ich die Kondome brauche. Was hätte brauche. Ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Sag ich doch. Komm zu mir, wenn du soweit bist, hm? Ja, mach ich. Kopf frei machen. Jetzt weiß ich, wofür die Kondome waren. ...2178 Meter. Da würden wir Europäer schon ein wenig nach Luft schnapsen. Würde ich mal so sagen. So, jetzt ist die Frage. A oder S? A sieht näher aus. Oh, jetzt müssen wir Bogen schießen. Pass mal auf. Sobal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Hallo, Badra. Hallo, Amita. Na, Hase? Ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Oh, gehen wir jetzt auf Wildjagd. Der Wolfsbau. Okay, da wird uns jetzt angezeigt, wo wir hin müssen. Mein Ehemann näht gern. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht. Jetzt stellt er Uniformen für den Goldenen Pfad her. Ja, interessiert nur keinen. Warte mal, muss ich jetzt erst hierher? Der Goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum werden wir siegreich. Ah, nee, hier Sie ist er. Wie der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Einkaufen? Nee, einkaufen brauche ich nicht. Na, dann schauen wir mal, dass wir hier den Wolfsdings. Also, da können wir denn Waffen einkaufen, Munition und so weiter. Okay. Die haben hier oben sogar Straßen und Fahrzeuge und alles, oder wie? Ist ja geil. Opa! Der wäre mal beinahe runtergefallen, wa? Ja, toll, wo komme ich denn hier runter? Geht doch. Was ist das? Okay, was ist das denn? Warum leuchtest du so?
Mani-Mühle gefunden. Eine von 40. Noch drei bis zur nächsten Belohnung. Ah, okay. Hoppala. Ich bin etwas an das Mikro gekommen. Ich hoffe, euer Headset auf dem Kopf hat euch jetzt nicht die Trommelfell, das Trommelfell platzen lassen. Ah, guck mal hier, ein Quad. Sauberer Kill, doppelte Ausbeute. Meine Pfeile wieder aufgenommen. Häuten wir erstmal diesen Wolf. Wahrscheinlich hätte ich erstmal diesen Auftrag da oben annehmen müssen. Altes Wildschwein. Du altes Wildschwein! Warte mal, hier gibt's eine Kiste. Altes Geld. Na toll. Cool. Da habe ich einen Quad. Oh, guck mal hier. Seht ihr das hier? Ein Drache. Wie geil. Nur Seitenwaffen. Ich steig mal hier aus. Seht ihr? Fuck. Na, du bist ja eine Frohnatur. Kannst du mal deine Beine zusammen machen? Das sieht eklig aus. Ich gehe mal so von der Seite ran. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren. Die hat nicht nur ein Problem mit wilden Tieren. Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen. Okay. Die Alte da gesessen hat, sich volllaufen lässt. Alter, was ist das denn? Was? Aha, da haben wir ihn doch. Den alten Geier. Geierfeder. Beutetasche fast voll. Das ist nicht ungünstig. Soll ich gleich ein paar Sachen rausschmeißen? Alter. Drücke Y, um die Kamera zu zücken. Oh oh. Zwei Stück nur. Nee, da haben wir noch mehr. Legende, also. Okay. Jetzt ist die Frage, meinst du, ich kann hier ins Wasser springen? Soll ich es mal ausprobieren? Oh, es geht. Schau mal, oh, hier, warte mal, hier ist eine Kiste. Da gucken wir natürlich erstmal, was da drin ist. Anti-Baby-Pille? Wollt ihr mich trollen? Anti-Baby-Pille? Ist doch nicht euer Ernst. Erst. Die Anti-Baby-Pille ist bestimmt auch von die alte Omi da hinten, so, ne? Oh, guck mal, hier sind Pfeile. Pfeile sind voll. Oh, oh.
zack, würde ich mal sagen. Das sah richtig mal hetzot. Jetzt muss ich die Felle hier mitnehmen. Eins. Beutetasche fast voll. Okay, das ging auch noch. Wo ist eine andere? Hier. Scheiße. Jetzt muss ich die Beutetasche leer kriegen. Wie mache ich denn das? Zerstöre den Wolfsbau. Scheiße. Puh, das war knapp. Okay. Hier geht's aber doch nicht mehr weiter. Ah, okay. Warte mal. Da muss ich, glaube ich, drauf schießen. Aber ich glaube, ich gehe lieber mal raus. Das könnte sonst wehtun. Okay, ich glaube, so kriege ich das Ding nicht kaputt. Dann gucken wir mal, was können wir denn hier nehmen? Wurfmesser? Molotow-Cocktail. Oh nein! Da bin ich dann in diesem Molotow-Cocktail verreckt. Das ist doch nicht dein Ernst. Wieso soll ich das ganze Scheiß nochmal machen? Ich hoffe nicht. Doch. Aber jetzt ist irgendwie noch... Ne, da ist noch einer. Ja, so ein Mist. Ja, alles wieder von vorne. Wie ätzend ist das denn bitte? Aber hey! Was soll's? Machen wir es halt doch mal. Ist ja nicht so, als wenn wir keine Zeit hätten. Ach, Blödsinn. Läuft bei uns. Na, ihr Süßen? Diesmal sind es aber nur zwei. Ich würde sagen, das war daneben. Der hat gesessen. Komm, Baby, komm. Die KI scheint nicht so besonders intelligent zu sein. Wohohohohoho. Ehrlich, wer von euch hat sich erschreckt? Einer drinne? Hä? Ich hab's doch gerade knurren gehört. Nähzeug. Briefbeutetasche fast voll. Ach, das ist ein Schwein, hä? Jo, ein Schwein. So, ich soll aber noch ein Wolfsfell mitbringen, dann nehme ich den noch mit hier. E mit Sprengfalle ausrichten, oder was war das? Zerstöre den Wolfsbau. Tja, die Frage ist jetzt wie?
Bahnen abbrechen. Guck mal, jetzt ist das Zeichen doch gar nicht mehr da. Wie soll ich das denn jetzt machen? Jetzt habe ich aber auch keinen Molotow-Cocktail. Witzig. Wo habe ich den denn eben aufgelesen, den Molotow-Cocktail? Das war da auch hier irgendwo, oder nicht? Ist ja lustig. Die Frage ist, wie zerstöre ich jetzt das Ding? Geld. Ah, jetzt wird's wieder angezeigt. Ob es mit dem Bogen geht. Ne, ich kann hier herumschießen wie ein Deibel. Vielleicht hilft es ja, wenn ich hier auf dieses Ding drauf schieße. Ja. Oh ja, es hat geholfen. Zerstöre den Wolfsbau. Kehre zu Kanan zurück. Na gut. Dann kehren wir mal zurück. Vorsicht, Schwein. Hier kann man auch so schalten, dass der von alleine fährt. Oh, oh. Jetzt hat's aber geleckt, ey. Heiliges Kanonenfutter. Ich nehme aber immer noch mit 60 FPS auf. Von daher. Ich parke mal mein Gefährt hier. Na dann schauen wir mal, was uns zu erzählen hat. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Passt. Es ist kein Leben für ein Kind. Als Objekt behandelt zu werden. Als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Ja, cool. So, der Wolfsbau Mission beendet. Dann würde ich sagen, kehre ich mal zurück zum zu dieser Örtlichkeit und nehme den nächsten Auftrag an. Jetzt müsste ich nur wissen, wo ich langfahren muss. Ich hammel mal hier so ein bisschen rum. Oh. Alter, gut. Ah, warte mal, wir fahren das Ding. Das Teil ist cool. Guten Tag. Eine Ankündigung der Kyrat Rifle Association. Zur eigenen Sicherheit und zum Schutz unseres geliebten Königs müssen alle Schusswaffen bei der königlichen Schusswaffenkontrollbehörde registriert werden. Damit wird sichergestellt, dass ihre Waffen den aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Möge Paganins Licht sie alle erleuchten. Läuft bei mir, oder? So, dann gehen wir nochmal hier oben hin und schauen mal, was wir hier erledigen sollen. Halten zum Interagieren. Oh, geh in das Morphium und schalt das scheiß Radio ab!
Kanan, die dem Süden Wohlstand und Macht. Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug! Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen, um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht fällst. Versprich, dass du nicht fällst. Witzig. Versprochen. Na dann, gehen wir mal klettern, würde ich sagen. Propagandamaschine. Ach, das ist da hinten. Da würde ich sagen, dann nehme ich doch mein tolles Gefährt, oder? Nee, warte mal. Ist hier was viel Besseres? Ich würde sagen, wir nehmen das gute Stück hier. Und alle. Hopp! Das ist doch mal geil, oder? Da kommen wir der Sache doch wesentlich schneller näher. So, da ich hier was glänzen sehen habe. Ah, nein! Stimmt ja. Hier komme ich nicht hoch. Warum komme ich da nicht hoch? SDR geht zum Heilen. Das hört sich aber ganz nach Opium an. Das war eine schöne Opiumspritze verpasst, ey. Wo ist eigentlich meine andere Waffe hin? Jagdbogen? Wurfmesser. Also ohne Witz, krass geil. Wenn das in echt wäre, also hätte ich mal voll Bock drauf. Was haben wir denn hier? Tapire? Krass. Also das sind Tapire, soweit ich weiß. Wie komme ich jetzt noch da drüben? Ja, ihr seid ja lustig. Das glitzert und klingelt. Aber ich kann hier nichts anklicken. Na toll. Jetzt hänge ich hier fest. Hä? Wenn das jetzt runterfalle? Und ich sag es noch. Fail for the win. Naja, was soll's. Da wieder das gleiche in grün. Wie komme ich denn da jetzt hin? Warte mal, hier vorne habe ich da irgendwas gesehen. Oh, was haben wir denn hier? Kletterhaken. Interessant. Ist die Frage. Ah, hier komme ich hoch, oder? Kletterhaken. Mit E. Oder was? Nee. Hä? Erreiche den Glockenturm. Ja, du bist ja witzig. Aber wie komme ich hier hoch? Fleisch. Oh, scheiße.
Wie komme ich jetzt da hoch? Mit E nicht, mit Q nicht, mit R, T. Scheiße. Was habe ich denn jetzt da hochgeschmissen? Ach, das waren Steine. Ah, das sind die Steine hier, die ich schmeißen kann. Ah, okay. Ah! Das muss mir doch erstmal einer sagen. Jetzt verstehe ich das. Kapische. Ich muss doch nach oben. Ah, da wieder Kletterhaken. C ist zum Lösen. Ja, läuft doch. Was war denn das? Ja, nehmen wir dann mal die Pistole. Alle, hopp! Sinken. Ach so, nee, warte mal. Okay. Lösen. Geht doch. Man muss nur wissen, wie. Ist ja cool gemacht, oder? Hoppala, Entschuldigung. Aua, 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 aua. Okay. Glockentürme. Erreiche die Spitze des Glockenturms, um Pergaminans Propagandasignal zu stören. Befreie Türme, um den Nebel auf der Karte zu lichten. Marken wir. Das ist zwar anders, wie wenn ein Wespennest hier oben wäre. Aber egal. Wo muss ich denn jetzt lang? Hä? Was geht denn hier? Ah! Ich hab doch gesagt, das sind Wespen! Wie komme ich denn da hin? Frage, wie komme ich nach da oben? Ah. Oder auch nicht A. Hä, wie komme ich da jetzt hin? Ah, hier. Okay. Es war langsam luftig hier oben. Alle, hopp. Sie hören eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Sorry, ich habe noch ein bisschen Hüstelchen. Sofern Sie den Richtlinien entsprechend mit Pergamin persönlich aufgesetzt haben. Oh, jetzt wird's aber laut hier. Diese Richtlinien dienen Ihrem eigenen Wohlbefinden und ermöglichen uns ein sicheres und harmonisches Leben. Ah, schrei mich doch nicht so an. Gegen diese Richtlinien sind disziplinarische Maßnahmen
drastische Maßnahmen nach sich. Wow. Wow. Krasse Sache, würde ich sagen. Okay. Ich würde mal behaupten, dann wäre das die Nummer 2 gewesen. Und ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kritik wie unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst halt auch mal eine Bewertung da. Das wäre cool. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.